Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns im Hafen Dünkirk oder Dünkirchen. Und den wollte ich euch einmal ganz kurz in so einer kleinen Kamera-Rundfahrt mal zeigen. Na? Genau, so, jetzt verschwinden hier auch die ganzen Symbole und Buttons. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist ordentlich was los hier, ne? Wird geballert, die Sirene geht. Brennt ein bisschen was. Schiff liegt im Hafen, dort ist noch die Kaimauer, alles zu sehen. Aber wenn man mit dem großen Pott da hinten durchfahren will, naja, Gott, das wird schon irgendwie klappen. Also sieht ganz gut aus. Gut, aber dem genügt. Wir wollen ja jetzt in ein Gefecht gehen. Mit der Bayern. Weil wir sind ja auf dem Weg zur Bismarck. Ich weiß nicht, wer von euch den Stream geguckt hat. Und den ich gemacht habe am Donnerstag. Nee, am Mittwoch war das. Am Mittwoch, dem 19. glaube ich. Da habe ich 2 Stunden lang gespielt und ich habe wirklich jedes Gefecht gewonnen. Ich gehe davon aus, dass das heute, am Donnerstag, vielleicht nicht ganz so gut ausgeht für mich. Aber wir werden sehen. So. Wir werden, genau, wir werden es erleben und wir werden gucken und wir werden schießen und wir werden hoffentlich dran denken, dass wir die Shift-Taste benutzen, um rein zu zoomen. Das wurde mir im Stream auch mehrfach nochmal erwähnt. Ja, mal gucken, wie wir das haben. Aber es sieht ja schon mal ganz schön aus hier in Bayern, wie sie hier steht. Ja, auch irgendwie den Expertenmodus. Ne, mit V konnte man, glaube ich, bei World of Tanks irgendwie einschalten, dass man kein HUD hat. Kein HUD hat. Gut, okay. Also wir sind hier schon mal auf der Außenlinie. Wir werden hier auch ein bisschen auf der Außenlinie bleiben. Wir werden uns das Ganze mal ein bisschen angucken, wo denn hier die ersten gesichtet werden, weil Reichweite haben wir ordentlich, also wir kommen ein bisschen rüber. Gucken wir mal. So. Und den Kirchen gibt es jetzt so auch ein paar mehr, also ich denke mal, die sind, glaube ich, gerade im Angebot oder so. Hm. Ja, wir haben Zerstörer der Gegner nicht. Auch nicht schlecht. Generell aber ein sehr faires Gefecht, muss ich sagen, also fast ausschließlich Sechser, außer die untersten beiden. Okay. Also falls ihr am Matchmaker mal wieder was gearbeitet haben dieses Jahr. Das steht in jeder Patchnote nicht drin, dass sie den Matchmaker verbessern. Wobei man immer mal wieder sagen muss, also oft ist das auch eine Verschlimmbesserung. Also gerade bei World of Tanks, was da die neuen, die 918 oder wie die Version war, was die gebracht hat, das war eher eine Verschlimmbesserung als wirklich richtig gut und auch vertretbar. So, wir haben Flugzeugträger haben wir auch. Er sperrt sogar am Zug mit zwei Kreuzern. Das heißt, er wird also hoffentlich den Schutz der Kreuzer nutzen, um die Jäger des Gegners zu töten. Und da haben wir schon gegnerische Streitkräfte am Horizont. Ne, Fuso haben wir da und eine Dienkirk. Wir sind entdeckt durch Flugzeuge. Gucken wir doch mal. Ah, da kommen wir noch nicht ganz ran. Jetzt aber Dienkirk. Da kommen wir schon ganz ran. Da räuchern wir doch schon mal rüber. Gucken wir doch mal, ob wir da ein bisschen Schaden dran machen können. Ich weiß gar nicht, wie weit die Dünkirk schießen kann, aber die hat glaube ich auch 16,5 Kilometer, also die könnte theoretisch auch zu mir schießen. Aber, ach, wir nutzen schon wieder nicht Shift, ne? Ich glaube, die fährt da ziemlich langsam, oder? Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist hier ordentlich was los und die Fuso kommt auch noch rüber. Die Dünkirk dreht sich sogar. So, da hauen wir mal hin. Ne, die fährt. Die fährt ziemlich schnell sogar. Waren zwar dran, aber nicht drauf. So, mal gucken, dass wir hier hinten die eine Insel noch ein bisschen als Schutz haben. Aber ansonsten sehen wir hier ja, uns gerade dem vollen Feuer der Gegner ausgesetzt. Was nicht dringend optimal ist. Und die Dienkirk guckt doch zu mich. Sei zu mich, zu mir. Mach dich mal schicki für mich. Ich mach mich mal weniger schick für dich. Ja, der war gut. Dann haben wir nochmal die Kampfdistanz mal ganz kurz verkürzt. Das ist okay. Oh, eieiei. Ah ja, Fuso hat auch auf mich geschossen, noch da hinten die 16 Kilometer entfernte. Er verschwindet jetzt natürlich hinter der Insel. Das ist natürlich sehr schade. Ja, Dankeschön. Jetzt kann ich reparieren.
Der fährt ziemlich langsam eigentlich. Da könnte man Glück haben, dass der fährt durch. Der fährt durch, der fährt durch, der fährt durch. Der hat beschleunigt. Scheiße. Ach, der beschleunigt. Da hat er beschleunigt. So, was haben wir da noch? Eine Dunker. Duca di Aosta? Was? Was denn für eins? Italiener oder wie? Kann ja jetzt auch nicht so das stabilste Schiff sein. Egal. Weil die italienische Flotte ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die beste ist, ne? So, da haben wir noch eine Dünkirchen. Haben wir da noch? Da haben wir noch die. Die mit einer Geschwindigkeit ganz gut handelt. Hm? Nicht dein Ernst gewesen. Zum Glück zu kurz. Und wir waren drauf. Naja, 4000 gab's. So, eigentlich müsste ich in die andere Richtung ausbrechen, ne? Hm, jetzt kriege ich hier Feuerzeug. Alles klar. Komm, Lenkschiffchen. Ich noch mal einmal auf die Dünkirchen hier. Ah ja, hm, Feuerzeug ist an. Das war zu erwarten, dass sie mich jetzt noch anstecken, gleich zweimal. Hm, Dankeschön. Gibt, nehme ich gerne. So, kein Problem, habe ich damit nicht. So, echt nicht. Schwerer Schaden, wo ich denn jetzt einen schweren Schaden noch hier gekriegt hier. Immer noch ein bisschen was. Natürlich zündest du mich wieder an, du kleiner, hässlicher Ozelot, hätte ich bald gesagt. Gibt's doch nicht, ey. Ja, immer nur Feuer, Feuer, Feuer. Ja, ja, die ist ja gut. Keine Ahnung, warum man schon wieder schweren Schaden schreibt, aber... Warum ich 17 Kilometer hat? Ich komme eigentlich gar nicht hin. Brauche ich ja da mal einen hin, aber ich komme da eigentlich gar nicht hin. Ah, ja, ja. Kann ich gleich das nächste Reparatur, wenn ich es habe, wieder anschmeißen. Aber heute nicht gut. Wollte ich aber jetzt wirklich nicht. So schnell so viel brenne. Muss ich mir ein bisschen zurückhalten hier. Ich dafür jetzt nicht zwingend bekannt bin, ne? Na, egal, wir kriegen's hin. Die fahren da hin in Richtung Kartenrand. Keine Ahnung, warum eine Fuso und eine Cleveland da so kuschen, aber okay. Und die fahren auch alle weg. Das Druck machen unsere Leute ganz gut. Und 15 Sekunden reparieren wir dann nochmal durch. Unser Team erobert die gegnerische Basis. Ja, das wird jetzt hier ganz kurz die Fecht. Die Kamikaze macht das. Und wir haben jetzt hier gerade gar keinen Gegner. Also hier wirklich keinen in Sichtweite und keinen in Reichweite. Aber da wird schon fleißig gekappt, ne? Muss ich ja mal sagen, die Cleveland da hinten, die ist nicht zu sehen. Ein Flugzeug habe ich geschossen, alles klar. Warum nicht? Komm, hier. Fokus den ganzen Quatsch. Ist ja egal, wenn du da die Dünkirche zu weit rund schießt und der Kamikaze das alles durchkippt, ne? Aber die kommt langsam, die Cleveland kommt langsam in Feuerreichweite, da kann ich langsam vielleicht noch was dran erben. Sieht nicht mal so schlecht aus, ne? 7000 hat sie noch. Könnte man vielleicht noch ein bisschen... Links und rechts davon einschlagen.
immer von enormster Wichtigkeit, sowas. Nicht. Und wenn jetzt brennt, ist eh weg. Gut. Dann kriege ich da nichts mehr von ab. Dann hauen wir die Reparatur schon mal rein, damit die durch ist. Wenn wir jetzt nämlich dann auf die Bayern treffen. Das ist natürlich High Risk, was ich hier mache, ne? Mitten in das feindliche Gebiet hier reinfahren. Hätten die Fuso da. Jo, danke, sehr schön. Schon wieder schweren Schaden gekriegt. Fuso ist gefusot. Danke. Jetzt hast du natürlich die Dünkirk dazu gezwungen, dass sie sich dreht. Das ist ungünstig. Ja, Feuerlamm muss ich mal kurz was gehen machen. Dann muss ich hier halt den Zick schießen, ist egal. Ich hab jetzt nichts anderes wie mal. Wir müssen dann versuchen, maximalen Schaden ja, dran zu machen. Das ist 7 Kilometer mit Bayern, kritischer Schaden, ja. Gehen wir nochmal. Oh, ein bisschen Feuer. Wir haben Spaß. So, Dünkirk ist weg. Pedos hin. Das war zu erwarten. Oh, die liegt so gut. Die liegt so gut. Die liegt so gut. Kannst du so nehmen. Ja, drei Feuer sind irgendwie 2 zu viel, ne? Jetzt nochmal Schaden reingedrückt. So. Wir haben ja quasi nochmal mit und im letzten Atemzug nochmal die Geschütze dazu genutzt, ordentlich Schaden zu machen. Ich glaube, das reicht auch aus, um hier den Sieg rauszuholen. Man merkt immer, wenn ich so ganz ruhig bin, dass ich dann wirklich höchst konzentriert bin und versuche dort hier irgendwie dieses Gefecht zu gewinnen. Und es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, dass der kleine Kamikaze, dass hier vielleicht eventuell sogar durchkappen kann. Na, jetzt hat er erstmal wieder Schaden gekriegt, aber ich sag mal so, wir haben gut doch noch Schaden angerichtet. 45.400 ist im Bereich dessen, wo man sagt, ist okay. Ganz okay wäre es eigentlich, wenn ich so 60.000, 70.000 machen würde. Das wäre okay, aber naja, gut, das geht auch schon. Das ist schon nicht schlecht hier. Und die Übermacht von unseren Schiffen wird das hier sicherlich lösen, jetzt gleich das Problem. Hoffe ich zumindest. Aber gut, es war auch wirklich High Risk, dass ich jetzt hier mitten reingefahren bin. Und gut, die Fuso haben wir gut weggerissen. Ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen viel Schaden genommen, der nicht ganz so gut und nicht so dafür gedacht war, dass man den wirklich macht. Nur ist gut. Passt schon. Würde ich sagen.
Oh. Ich glaube, der Sieg ist uns jetzt nicht mehr zu nehmen hier. Hopsen wir nochmal schnell hier rum. Sehr schön. Wunderbar. Auf Mexiko ist richtig was los. Ich versuche natürlich den Flugzeugträger zu reißen. Nicht blau. So, jetzt haben wir durchgekappt. Achso, ein schönes Schlussbild. Ja, guck mal, das war ein Sieg. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Irgendwas ist zur Rettung. Verdienen Sie 2000 Basis-EP. Muss im Zufallsgefecht gewerteten Gefecht das Szenario abgeschlossen werden. Stufe 5 oder höher drüber. Dann gibt es irgendwas. Keine Ahnung. Werden wir uns gleich mal angucken, was es da gibt. Und hier haben wir da drei Flugzeuge. Ein zerstört, 24 Treffer, 45.000 Schaden. Hätte besser sein können, aber gut. Ja, ne, untere Mittelfeld haben wir erreicht damit. Aber war okay. So, das war eine Folge World of Warships hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen. Auf Wiedersehen.